Hallo, ihr müsst auf eurem Rechner Windows neu installieren, dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch, wie wir mit dem Windows Media Creation Tool einen bootbaren USB-Stick erstellen, von dem ihr dann jeden Rechner beliebig mit Windows installieren könnt. Also, los geht's! Eine Neuinstallation eines Rechners muss von Zeit zu Zeit immer wieder mal sein. Ihr wechselt zum Beispiel eure Festplatte oder hattet zum Beispiel einen Virenbefall. Im Prinzip ist es nicht schwierig. Ich zeige euch in diesem Video, wie wir aus diesem USB-Stick ein bootbares Medium machen, mit dem wir dann einen Rechner beispielhaft installieren und so könnt ihr das daheim nachstellen. Eine Sache noch, Microsoft hat sich da ein bisschen was dabei gedacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinen Kommentaren einfach mal runterschreiben würdet, wie ihr die Schritte zur Installation von Windows auf einem Client findet. Ist die schwer, ist die einfach? So, aber jetzt geht's direkt los auf meinen Rechner. So, als erstes installieren wir das Media Creation Tool. Öffnet euren Browser und sucht nach Microsoft Media Creation Tool. Es gibt hier unterschiedliche Links, natürlich einen von Microsoft, ich finde allerdings die Seite von heise.de übersichtlicher. Beide Links findet ihr in der Beschreibung. Ladet die Installationsdatei herunter und startet diese. Bei Wie möchten Sie vorgehen, wählt hier bitte den Punkt Installationsmedien für einen anderen PC erstellen aus. Bei Sprache, Architektur und Edition muss man eigentlich keine Änderungen vornehmen. Bei zu verwendendes Medium nehmen wir hier zum Beispiel den Punkt USB-Stick. Führt nun einen USB-Stick ein und klickt in dem Installationsprogramm auf Laufwerksliste aktualisieren. Achtung, alle Daten auf dem USB-Stick werden gelöscht. Nun werden alle benötigten Dateien heruntergeladen, aufgearbeitet und auf einem USB-Stick abgelegt, von dem wir dann Windows installieren können. Nehmt nun euren PC oder Notebook, welches zu installieren ist, führt den USB-Stick ein und startet den Rechner. Der Rechner sollte nun den USB-Stick erkennen und von diesem aus booten. Jetzt erfolgt eine Abfrage, in welcher Sprache, Uhrzeit und mit welchem Tastaturlayout Windows installiert werden soll. Ihr könnt hier meist die Einstellungen einfach übernehmen. Klickt auf Jetzt installieren. Wenn ihr für eure Windows-Version einen Lizenzkey habt, so könnt ihr diesen nun eingeben. Falls keiner vorhanden ist, weil dies über andere Methoden kommt, klickt einfach auf Ich habe keinen Product-Key. Wählt in diesem Fall die Windows-Version aus, die zu eurer Lizenz passt. Ich wähle hier Windows 10 Home aus, akzeptiert noch die Lizenzbestimmungen, wählt Benutzer definiert aus, klickt auf den Button Neu, übernehmt dann den Wert der Größe der Festplatte und klickt auf OK. Und dann auf Weiter. Windows wird nun auf dem Rechner installiert. Lehnt euch zurück, das dauert in Wirklichkeit ein wenig. Der Rechner startet neu und konfiguriert sich. Wählt nochmals eure Region aus. Deutschland sollte für die meisten passen. Bestätigt nochmal das Tastaturlayout. Bei der Frage nach einem weiteren Tastaturlayout klicke ich auf Überspringen. Gebt nun euren Microsoft-Kontonamen ein. Danach das passende Kennwort. Erstellt euch eine PIN-Nummer. Mit dieser könnt ihr euch dann an diesem Rechner mit einer einfachen PIN-Nummer anstelle eines komplexen Passwortes anmelden. Die Frage, ob Microsoft und Apps den Standort verwenden dürfen, verneine ich.
Die Frage, ob mein Gerät gesucht werden kann, verneine ich auch, da ich der Meinung bin, dass mein Notebook selten irgendwo verloren geht. Bei der Frage, ob Diagnosedaten an Microsoft gesendet werden sollen, wähle ich erforderliche und optionale Daten aus. Bei der Frage zu Freihand und Eingabe verbessern wähle ich ebenso Nein aus, da ich kein Touch-Display habe und keinen Stift zur Eingabe nutze. Die Frage zur Diagnose Daten und angepassten Erfahrungen verneine ich ebenfalls. Auch die Apps Werbe-ID verwenden verneine ich. Nun muss sich jeder überlegen, für welchen Zweck er seinen Rechner nutzt. Zur Auswahl gibt es Unterhaltung, Gaming, Schule, Kreativität, Unternehmen und Familie. Aufgrund der Auswahl erhaltet ihr später Tipps, Anzeigen und Empfehlungen im System. Ich wähle Unterhaltung und Familie aus. Da ich kein Android-Telefon habe, klicke ich auf Später erinnern. Ebenso möchte ich meine Daten nur lokal nutzen und nicht mit OneDrive synchronisieren, also wähle ich Daten nur auf diesem PC speichern aus. Der Rechner wird final eingerichtet. Eigentlich sind wir nun fertig. Ich empfehle aber jedem sofort erstmal ein Update des Systems durchzuführen, um die Sicherheit des Systems zu verbessern. Ein Windows-Update führt ihr durch, indem ihr auf das Windows-Logo links unten klickt, dann auf das Zahnrad, dann auf Einstellungen klickt und in der Übersicht komplett unten auf Update und Sicherheit klickt. Drückt nun auf Nach Update suchen und alle erhältlichen Updates werden installiert. Ein letztes Mal startet der Rechner neu und wenn ihr dann euren Desktop seht, seid ihr fertig. So, das sehen wir wieder. Wie ihr gesehen habt, ist es nicht sonderlich schwer. Wie immer, man muss einfach nur wissen, was man tut. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten abonniert doch einfach mal meinen Kanal, weil nur dann bekommt ihr Informationen, wenn es hier neue, spannende, interessante Videos gibt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.